Wenn ein Mensch in Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme kommt und er ist Christ, dann ist sofort der Feind da und redet ihm ein, was Gott ihm hier angetan hat. Wie unfair das ist, wie schwierig das ist. Und er versucht, Sand ins Getriebe der Beziehung zwischen den Menschen mit Gott zu werfen. Und nicht wenige Christen hören, meistens unbewusst, auf dieses Reden des Feindes. Und wenn sie dann beten, dann kommt eine komische Situation zustande. Sie erzählen Gott die Lügen des Feindes. Das, was in ihrem Kopf ist. Das, was irgendwie an Gedanken hineingekommen ist. Feindlichen Impulsen. Und das bringen sie ins Gebet und sie bringen das vor Gott. Und sie erzählen ihm ständig die Lügen des Feindes. Was hier nicht ist und was er hier nicht getan hat und warum das nicht ist. Und reden so negativ. Sie beten negativ. Weißt du was? Der Feind lacht sich ins Fäustchen. Wir müssen schriftkonform beten. Damit meine ich, wir müssen so beten, wie das, was die Bibel sagt. Was die Bibel sagt, dass du bist, das bist du. Was die Bibel sagt, dass du hast, das hast du. Was die Bibel sagt, was du kannst, das kannst du. Und nicht das, was in deinen Gedanken vielleicht vom Feind gekommen ist oder von dir selber. Es ist wichtig, dass wir uns auf das Wort stellen, wenn wir beten. Wenn wir beten, sprechen wir das aus, was der Herr uns zugesagt hat. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wer bin ich denn in Christus? Was kann ich denn in Christus? Was steht mir denn zu in Christus? Was heißt es denn, wenn es heißt, ich bin ein Botschafter an Christi Stadt? Ich bin König, Priester und Prophet im neutestamentlichen Sinne. Was bedeutet das alles? Was bedeutet es, wenn die Schrift sagt, wir können hinzutreten zum Thron der Gnade? Und so weiter und so weiter. Das Neue Testament ist voll davon mit diesen Aussagen. Und weil wir festgestellt haben, dass manche Christen überhaupt keinen Zugang dazu haben, haben wir auf unserer Webseite einige Listen vorbereitet für dich, um dir einfach klar zu machen, was bedeutet es denn, Christ zu sein? Was heißt es denn? Welche Identität habe ich denn? Und wenn du anfängst, diese Wahrheiten, dich damit zu beschäftigen und diese Wahrheiten im Gebet vor den Herrn zu bringen, dann wird sich dein ganzes Denken ändern, dann wird sich deine ganze Selbstsicht ändern, dann wird sich dein ganzes Leben ändern. Du musst so denken von dir, wie Gott von dir denkt. Das ist es, was er möchte. Und das ist es, was der Feind fürchtet. Und in dem Sinne möchte ich dich einladen, dich auf der Webseite einfach da mit diesen Texten zu beschäftigen, tiefer reinzugehen, in der Heiligen Schrift zu forschen, wer du bist in Christus. Das ist der wichtigste Punkt, den ich dir sagen kann. Identität, ein Verständnis deiner Identität als Christ, was das heißt. Wenn du das tust, wirst du merken, Gott hat wirklich viel, viel mehr für dich.